Hier bei Kunstmann in Aschaffenburg haben wir eine perfekt organisierte kleine Autostadt erlebt. Super IT-Abläufe zur Kundenbindung werden vor Ort in eine persönliche Kundenbindung umgesetzt. Hier haben kluge Köpfe kluge Systeme geschaffen und miteinander vernetzt. Und es würde mich riesig freuen, wenn auch kleinere Betriebe sich davon inspirieren lassen würden, die IT effektiver und besser zu nutzen. Die Digitalisierung bringt uns verschiedenste Vorteile in allen möglichen Bereichen. Es geht los bei der Online-Terminbuchung bis hin, wenn der Kunde zu uns kommt, er kann seinen Schlüssel an der Info abgeben, er kann auch seinen Schlüssel nachts abgeben, er kann eine persönliche Dialogannahme machen oder kriegt alles per See It Now, per Video oder per E-Mail, per Telefon mitgeteilt. Und natürlich, die Digitalisierung bringt uns Effizienzen in der Werkstatt. Wir kommen vom Papier weg, es wird alles transparenter. Wir sehen jederzeit, wo das Fahrzeug ist, wo der Schlüssel ist, können es dem Kunden digital zurückspiegeln, wenn er das möchte. Er kann aber auch jederzeit bei uns anrufen und jeder im Haus sieht, in welchem Status das Fahrzeug ist, wann es abholbereit ist. Somit eine runde Sache und irgendwann wird das alles digital in eine Akte vereint sein. Wir können abrechnen von wo auch immer wir wollen. Also das heißt, theoretisch aus dem Homeoffice oder aus einem anderen Betrieb. Wir haben uns entschieden, die Software selbst zu entwickeln, weil sie dann genau zu unserem Prozess passen. Also wir haben erst den Prozess weiterentwickelt und dann das dementsprechende Softwareprodukt dazu selbst entwickelt. Nichts von der Stange zu kaufen, weil nur so passt es direkt zu unseren Prozessen. So können wir unsere Mitarbeiter abholen, so sind wir flexibel mit allem und somit stört es den Prozess nicht. Wir wollen uns in den nächsten 5 Jahren im Service auch weiterentwickeln. Es geht natürlich mehr zum Thema Hybridisierung, Elektromobilität, Wasserstoff, was auch immer kommt. Wir werden da versuchen, am Ball zu bleiben. Auch mit der Technik, mit dem Infotainment in den Fahrzeugen ist es eine große Herausforderung, alle Mann von der Serviceassistentin über den Serviceberater, über den Monteur da am Ball zu halten. Und wir werden die Entwicklung mitmachen und versuchen, unseren Kunden bestmöglichst dort zu betreuen und die verbleibenden Kontaktpunkte, die wir mit dem Kunden haben, dann auch persönlich nutzen, mit möglichst viel Engagement für den Kunden hier vor Ort. Und der Kunde darf entscheiden, wie er in Zukunft von uns betreut werden will, digital oder analog, wie er das möchte.